Grüß Gott zu einer 9-Minuten-Predigt. Heute feiern wir die Erstkommunion in unserer Pfarrei St. Michael. Die ganzen Kinder sind wie Schafe, die sich um den guten Hirten scharen, dargestellt worden. Und es geht in der Tat um diesen guten Hirten, der nicht nur einfach die Herde beisammen hält, sondern erst einmal für Gemeinschaft sorgt. Denn wir Menschen sind ja geneigt, eher gerade in unserer Zeit sehr individualistisch zu leben, sehr vereinzelt unsere eigenen Interessen versuchen auszuleben. Worum es bei der Erstkommunion geht, ist nicht nur, dass Kinder ein schönes Fest feiern, geht nicht nur darum, dass die Kirche in ihrem Jahreskreis dann wieder eine besondere Feierlichkeit dann auch begehen kann, sondern es geht darum, dass uns deutlich wird, dass die Menschen erst dann wirklich glücklich werden, wenn sie in einer Gemeinschaft aufgehoben sind. Und zu einer Gemeinschaft gehört es eben auch, dass wie ein Hirte sich um seine Schafe müht, dass da der Blick eines jeden Einzelnen für diese Gemeinschaft da ist. Weil der Hirte weiß, wo es was zu fressen gibt, der Hirte weiß, wo es etwas zu trinken gibt für seine Schafe. Und dieser Hirte ist der also, der die Bedürfnisse eines jeden Menschen kennt. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Unsere Kommunionkinder, knapp 80 in unserer Pfarrgemeinde dieses Jahr, haben auch diese Bedürfnisse. Jeder von uns kann ein Hirte oder eine Hirtin sein. Wenn wir uns darauf ausrichten, dass Christus uns in dieser Verantwortung auch gegeben hat. Auch wir sollen schauen, wo die Bedürfnisse der Menschen in Mehring, in unserer Pfarrgemeinde liegen. Die Kinder, die zeigen uns, dass sie Bedürfnisse haben. Da ist es noch am leichtesten, auch wirklich sich einzubringen, weil ein Kind einfach auch nicht alles selber kann. Aber wie sieht es mit den anderen Bedürftigen in unserer Gemeinde aus? Die Erstkommunion, die ein Zeichen der Gemeinschaft ist, die kann uns helfen, dass wir einen Blick bekommen für die Nöte und Bedürfnisse der vielen in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Umgebung, in ihrer Familie. Schauen Sie auch da, dass Sie Hirtinnen und Hirten werden. Dann sind wir in Gemeinschaft mit Christus und können nicht nur eine erste, sondern auch eine dauernde Kommunion feiern.